Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute machen wir Kombucha, das ist ein fermentiertes Teegetränk. Ich war lange auf der Suche nach einer entsprechenden Kultur, ist gar nicht so einfach, da etwas Vernünftiges zu finden. Letztendlich bin ich bei der Firma Ferment gelandet. Das ist ein junges, aufstrebendes Unternehmen und die netten Jungs und Mädels haben mir dieses Starter-Kit hier kostenlos zur Verfügung gestellt. Deswegen gibt es auch, wie üblich, die Werbemarkierung oben im Eck. Zusätzlich gab es noch einen Rabattcode für euch, den blende ich euch hier im Video ein. Falls die Einblendung zu schnell weg ist, könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung den Code noch einmal nachlesen. In diesem Kit sollte alles enthalten sein, wenn ich dieser Beschreibung hier trauen darf. Zum einen die Kultur, eine Anleitung, ein Glas, Tee, eigentlich alles, was man benötigt. Wir werden uns jetzt ans Auspacken machen und einmal sehen, was da wirklich alles drin ist. Gestaltet ist das Ganze schon einmal recht hübsch. Noch schnell das Siegel öffnen. Was haben wir hier? Ein großes Glas samt Tee. Ja, das hier ist der Tee. Dann haben wir hier ein Päckchen Zucker. Gummiring, ein Tuch. Ich nehme mal an, das dient dann zum Abdecken des Ganzen. Hier haben wir die Kultur. Wie ich sehe, doppelt verpackt. Sicher ist sicher, damit da auch auf keinen Fall etwas ausrinnt. Die schauen wir uns nachher natürlich noch etwas genauer an. Und dann gibt es noch einiges an Papiermaterial. Ein Gutschein für eine Akademie. Okay, werde ich mir dann bei Gelegenheit extra noch anschauen. Ein Handbuch. Wahrscheinlich werden da ein paar Rezepte drin sein. Ja, sieht ganz vernünftig aus. Und eine Kurzanleitung, an die wir uns jetzt dann auch gleich halten werden. Ich mache mal etwas Platz und ordne das Ganze einmal sinnvoll an und dann machen wir uns schon an die Arbeit. Der erste Schritt besteht darin, den Tee zuzubereiten. Wir haben eine Mischung aus Grüntee und Schwarztee aus biologischem Anbau, insgesamt 12 Gramm. Ich werde das jetzt einmal öffnen, hier in diesen Messbecher schütten. 12 Gramm ist relativ viel. Es soll allerdings auch ein sehr starker Tee entstehen. Wir werden hier nur 300 Milliliter Wasser zum Einsatz bringen. Das ist für diese Teemenge natürlich extrem wenig. Aber wie gesagt, wir wollen hier ein starkes Teekonzentrat erhalten. Wenn der Tee fertig gekocht ist, beziehungsweise fertig gezogen hat, das dauert jetzt etwa 8 Minuten, dann werden wir ihn absieben und hier in dieses Glas füllen. Danach wird der Zucker eingerührt, es kommt noch etwas Wasser dazu, gesamt 1 Liter. Und dann kümmern wir uns auch schon um die Kultur. Während der Tee vor sich hinzieht, können wir uns schon um den Zucker kümmern. Wir haben hier Rohrohrzucker, ebenfalls aus biologischem Anbau, insgesamt 100 Gramm. Das ist jetzt für nicht ganz 1,5 Liter an Ansatzflüssigkeit, die wir hier haben werden. Wir haben ja 1 Liter Wasser, das wir dazu schütten, und 300 Milliliter Tee. Eine ganz beachtliche Zuckermenge. Die wird allerdings auch benötigt, denn der Zucker ist das, was hier von der Kultur dann verstoffwechselt wird. Ihr wisst ja, ohne Zucker gibt es keine Fermentation und deswegen ist er unbedingt erforderlich. Ob man auch mit etwas weniger Zucker arbeiten kann, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Das werde ich natürlich im Laufe der Zeit experimentieren und herausfinden. Ich gehe davon aus, dass man auch die halbe Zuckermenge nutzen kann, dann wird der Geschmack allerdings anders sein, weil weniger Rohstoff zur Fermentation zur Verfügung steht. Ihr braucht allerdings keine großartige Angst vor dieser Zuckermenge zu haben, denn wie gesagt, im Laufe des Prozesses, und der dauert 7 bis 10 Tage, wird ein Großteil des Zuckers verstoffwechselt und zu anderen Substanzen umgebaut. Das sind dann eben die guten Inhaltsstoffe, die wir bei fermentierten Lebensmitteln kennen und auf die wir es eigentlich ja abgesehen haben. Bedeutet auch, wenn ihr weniger Zucker benutzt, dann werdet ihr weniger dieser Inhaltsstoffe haben. Nach den 8 Minuten sieben wir nun den Tee ab.
Ich mache mir das ganz einfach, gebe einfach ein Sieb hier oben auf das Gefäß und gieße den Tee hinein. Wer will, kann die Teeblätter noch ausdrücken. Es macht meiner Meinung nach wenig Unterschied, ob man es tut oder nicht. Es erhöht eigentlich nur den Flüssigkeitsbestand. Ein Nachteil, den ich mir vorstellen könnte, der beim Ausdrücken entsteht, ist, dass sich noch Inhaltsstoffe aus den Teeblättern lösen, die wir eigentlich nicht hier drinnen haben wollen. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das großartig ein Problem sein sollte. Wenn der Tee jetzt abgesiebt ist, dann rühren wir den Zucker einmal kräftig um. Vorteil bei dieser Methode ist, dass wir hier jetzt den Zucker in heißer Flüssigkeit lösen. Das heißt, es funktioniert bei Weitem schneller, als wenn wir zuerst kaltes Wasser dazufüllen und dann den Zucker einrühren. Zum Umrühren nutzt ihr einfach einen langen Löffel. Es kann auch ein Kochlöffel sein. Ich habe hier einen Teil meines Salatbestecks. Funktioniert eigentlich ganz gut. Der Zucker muss sich nicht komplett auflösen. Wir rühren ihn dann noch einmal, wenn wir das kalte Wasser eingerührt haben. Aber wie ihr seht, funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Es ist kaum noch nicht aufgelöster Zucker erkennbar. Nun kommt eben das kalte Wasser zum Einsatz. 1 Liter wirklich kaltes Wasser. Das dient dann dazu, die Temperatur hier im Gefäß möglichst auf Körpertemperatur oder Zimmertemperatur zu bekommen. Wir wollen die Kultur ja nicht kochen, deswegen ist es wichtig, dass wir hier mit kühler Flüssigkeit arbeiten. Geht dann natürlich auch ganz einfach. Wasser hineinschütten. Bei Bedarf dann noch etwas umrühren, damit sich auch noch die letzten Zuckerreste ordentlich lösen können. Und dann können wir uns auch schon der Kultur widmen. Dafür öffnen wir jetzt einfach mal den Beutel. Ich sehe, der ist verschweißt und hat keine Öffnungseinkerbungen. Das heißt, wir nehmen eine Schere und schneiden ihn einfach auf. Darin befindet sich noch ein Beutel und den schneiden wir jetzt vorerst einmal nur vorsichtig hier am Eck auf. Die Flüssigkeit, in der die Kultur schwimmt, ist nämlich wichtig. Die muss hier mit in das Glas. Am besten ist es, wenn ihr so einen Ansatz selbst ausprobieren wollt, einfach die Kultur samt der Flüssigkeit gleich ins Glas schüttet. Ich will euch den Teepilz allerdings jetzt noch schnell zeigen, deswegen leere ich zuerst die Flüssigkeit ab und befreie dann die Kultur aus dem Säckchen. Etwas Flüssigkeit ist noch vorhanden. Na, interessant, wir kommen auf ziemlich genau 1,5 Liter. Als ob sich jemand was dabei gedacht hätte. Das bedeutet, dass wir hier in dem Säckchen wieder etwa 300 Milliliter Flüssigkeit mit bei der Kultur hatten. So, hier sehen wir jetzt den Teepilz. Ich hole den noch schnell etwas näher ran. Die Kombucha-Kultur sieht im Großen und Ganzen in etwa aus wie eine Essigmutter, setzt sich auch aus ähnlichen Bestandteilen zusammen. Wir haben es hier wieder mit einer symbiotischen Lebensgemeinschaft von Hefen und Bakterien zu tun, die sich in einer Gelstruktur zusammensetzt. Dieses Ding arbeitet nun im Tee, verbraucht den Zucker, arbeitet ihn in andere Bestandteile um und vermehrt sich dadurch. Im Laufe der Zeit sollten wir also eine immer dicker werdende Kultur bekommen. Das werde ich beobachten und euch, wenn es dann soweit ist, natürlich auch darüber berichten. Nun darf der Teepilz einmal schwimmen gehen. Und auch das ist relativ unspektakulär. Wir nehmen die Kultur und legen sie hier hinein. Achtet bitte darauf, dass ihr das mit wirklich sauberen Händen tut, denn wir haben es hier, wie gesagt, mit Hefen und Bakterien zu tun, die in dieser Zusammensetzung optimal arbeiten und nicht durch andere Mikroorganismen unbedingt kontaminiert werden sollten. Natürlich müsst ihr nicht 100% steril arbeiten, ist auch daheim eigentlich nicht möglich. Sauberkeit ist allerdings trotzdem wichtig. Zum Abschluss legen wir noch das Tuch drumherum, geben das Gummiband drauf und fertig. Jetzt beginnt die Wartezeit, etwa eine Woche, dann sollte das Getränk soweit fermentiert sein, dass man es genießen kann. Ihr könnt Kombucha auch noch etwas länger stehen lassen. Dadurch wird er allerdings etwas saurer. Es sind in dieser Bakterienkultur auch Essigsäurebakterien enthalten, die eben eine gewisse Säure mit in das Getränk bringen.
Je länger ihr es fermentieren lasst, desto saurer wird das Ganze. Wenn die Fermentation abgeschlossen ist, könnt ihr den Kombucha in Flaschen abfüllen. Ich empfehle Bügelflaschen, denn falls sich doch noch etwas zu viel Druck aufbaut, kann dieser über den Bügelverschluss entweichen. Im Kühlschrank ist der fertige Kombucha dann etwa 1 bis 2 Wochen haltbar. Normalerweise wird er aber nicht zu alt, denn wer Geschmack daran findet, der wird wahrscheinlich größere Mengen davon auch trinken und eine Flasche in 1 bis 2 Tagen geleert haben. Das war es dann auch schon wieder für heute. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn die Fermentation funktioniert und im Laufe der Zeit sich neue Erfahrungen zeigen, dann werde ich wahrscheinlich noch ein Video dazu machen. Vielleicht gibt es dann auch interessante Rezeptideen, wie ihr euren Kombucha noch zusätzlich verfeinern könnt. Bleibt nur mehr, mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.